Letztes Training an der Säbener Straße in dieser Saison. Allerletztes Training für den ein oder anderen überhaupt. Für Tom Stahlke und Hermann Gerland zum Beispiel, die ab Juli in neuen Funktionen in den FC Bayern Campus wechseln. Und natürlich für die beiden Weltstars Xabi Alonso und Philipp Lahm, die ihre grandiosen Karrieren als aktive Fußballprofis morgen beenden werden. Unmittelbar nach dem Training ein Überraschungsspalier der Bayern-Mitarbeiter an der Säbener Straße für die vier, die ab Sonntag neue Wege gehen. Morgen müssen sie aber noch mal ran. Gegen Freiburg geht es um die letzten noch zu vergebenen Punkte der Saison. Und für Robert Lewandowski um einen persönlichen Torrekord und damit verbunden um die Torjägerkrone. Zum Ersten, ich denke über Schießen mehr als 30 Tore. Das ist meine Ziel für morgen. Wenn das ich schaffe und das wird genug für den Torschussekönig, dann natürlich ich werde sehr zufrieden. Aber wie ich habe gesagt, zum Ersten, ich denke über meine Rekord zu schlagen und dann schauen wir, ob das reicht oder nicht. Alle diejenigen, die Robert Lewandowski, Xabi Alonso, Philipp Lahm und alle anderen Bayern-Asse noch einmal live erleben möchten und keine Tickets für die ausverkaufte Allianz Arena haben, können gerne nach dem Spiel auf den Münchner Rathausplatz kommen, wo die Mannschaft gegen 19.30 Uhr erwartet wird und gemeinsam mit ihren Fans die 5. deutsche Meisterschaft in Folge, die 27. insgesamt feiern wird. Und diese 27. deutsche Meisterschaft lohnt sich auch für alle Besitzer einer FCB-Sparkarte der Hypo-Vereinsbank. Stolze 3% Meisterprämie gibt es im Juni auf das Guthaben eines bestehenden oder im Mai noch eröffnetes Konto. Die Amateure des FC Bayern sind zwar nicht Meister geworden, können aber auf ein versöhnliches Ende ihrer Saison zurückblicken. Mit einem 2:1-Sieg gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg landete die Mannschaft von Interimstrainer Danny Schwarz am Ende auf Platz 3 der Tabelle der Regionalliga Bayern.